ist also immer einem Vorsprung von McEnroe hinterher. Er muss ständig seinen Aufschlag gewinnen, wenn er diesen Satz nicht abgeben will. Lautet die klare Aussage von Schiedsrichter Claude Richard, trotz der Proteste von John McEnroe und auch der Einflussnahme von Tom Gorman. So etwas gleicht sich bei einem solchen Spiel immer aus. Diese Bälle sind für meine Begriffe mit einem menschlichen Auge gar nicht immer zu entscheiden. Ich stand beim Training sehr häufig da unten und habe mich selbst gefragt, wie würdest du diesen Ball eigentlich entscheiden? Das ist ungeheuer schwierig. Auf Sandplätzen hat man ja den Vorteil, dass es dort einen Abdruck gibt. Da kann man dann im Nachhinein immer noch etwas korrigieren, kann wirklich sagen, hier sieht man es überdeutlich, dass der Ball dort und dort aufgesprungen ist. Ein Ass ohne jegliche Diskussion. 7 beide. Und was Sie nicht sehen können, noch einmal eine Diskussion zwischen John McEnroe und jener Dame, die die Aufschlagentscheidung getroffen hat, die den Ball gut gegeben hat. Die Prozentzahl der ersten Aufschläge.
Doppelfehler. Schwierig zu nehmen, dieser Return, ein Halbflugball, Sie haben es gesehen, der Ball sprang ganz knapp, bevor McEnroe ihn schlagen konnte, nach auf. Einer der schwierigsten Bälle im Tennis überhaupt. Spielball und wenn man so will, quasi ein Satzball. Obwohl Becker ja auch schon einige Male seinen Aufschlag verloren hat, aber ein wichtiger Punkt. Ja, der Ball war aus. Da hat Becker den Ball noch gespielt, aber diesmal, glaube ich, gibt es auch keine Reklamation von John McEnroe.